Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben hier im letzten Part mit dem Pipe Spaghetti schon angefangen. Okay. Gut, dann müssen wir. Okay, die Erde kommt hier definitiv daher. Das wird ganz sicher auf uns zukommen. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, was hier noch reinkommen sollte. So, es geht nach Blau. Kommt hier das ganze Steinzeug rein und du kommst hier lang. Hier gibt es aber keine freie Leitung. Das ist ein. Okay, wir können ja hier einfach einer noch machen. Wir haben ja genügend. Ja, wir haben 8 Diamant-Pipes bekommen dadurch und nur 4 verbraucht jetzt da. Das heißt, das hier ist die Leitung für die nicht zuordnbare Sachen. Gehen wir lieber da drüben hin. Muss die Fackel wieder weg. So. Was ist hier? Hier kommt Kohle rein, bei Rot. Viel mehr als Steinkohle wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Das bleibt bei uns. Hier kommt jetzt alles Mögliche rein. So. Cobblestone haben wir hier. Limestone. Marble, Stone Bricks, Granit, Limestone haben wir schon, wie ist das, Diorit, Stone auch, falls wir es finden, Andesit, aha. Gravel, Flint, auch hier haben wir offensichtlich ein bisschen zu viel. Okay, das kriegen wir noch hin. Das können wir auch ganz leicht beheben. Was ist das hier? Das ist. Das habe ich mir gedacht. Gut, das wird doch eine Cobblestone Pipe. Wird man hier kein Problem bekommen. Dann können wir das einfach so machen und so. Gut, entfernen wir auch das hier. So. Haben wir jetzt alles? Ich glaube schon, ne? Blau und Schwarz haben wir zur Verfügung. Machen wir mal schwarz voll. Also wegen einem geht es jetzt nicht aus. Was haben wir gesagt? Blau, gell? Blau und schwarz, okay. Ja gut, damit sollte eigentlich alles zugeordnet sein, oder? Damit sollten die Filter alle gesetzt sein. Und wir müssten eigentlich einschalten können. Macht. Hier wird nicht allzu viel kommen. Da erwarte ich mir nicht viel. Brauchen wir nur mehr da eine Kiste. Die Eisenpipes sind alle gesetzt, richtig. Was geht hier nach schwarz? Das Holz. Hier gehen nur 2 weg, hier gehen auch nur 2 weg. Hier gehen sogar 3 weg. Einmal, zweimal, dreimal. Jo. Okay. Gut, dann können wir das Ding anwerfen.
bisschen Holz haben wir ja noch. Geht sie genau aus. Alle Items, die hier drinnen landen, können wir nachher dann sortieren lassen. Ich hoffe zumindest, dass das so funktioniert. Ich meine, das gehört so, aber... Wäre nicht das erste Mal, dass ich hier falsch liege, ne? Schon wie bei den Redstone Engines. Die nicht so der Kracher waren. Das ist 2 Kohle für jeden Antrieb. Ich hoffe... Oh, okay. Ich hoffe, wir brauchen jetzt keinen Kübel. Weil den haben wir jetzt nicht mit. Aber ich glaube nicht, dass sie Wasser brauchen. Vielleicht kommen wir hier noch aus. Ah, da fällt mir auch eigentlich. Gerade hier könnte man eigentlich was einbauen, um die Kohle da gleich rauszufiltern und da reinzuleiten. Haha. Okay, dann werfen wir das Ding mal an. Arbeitet noch ein bisschen ungleichmäßig. Ja, da müssen wir überall einen Repeater dazwischen schalten und den Schalter hier hinlegen. Damit sie schön nacheinander arbeiten. Jetzt arbeiten die alle sehr gleichmäßig. Oh, die storen hier auch ein bisschen. Oh, das ist immer bevor sie das rauslassen. Wir werden auch nicht wirklich warm dadurch jetzt. Aha, das Ding. Wow, die haben doch recht viel Energie raus. Da geht's schon los. Wow, das ist tief unten. So, und das Ding baut jetzt erstmal ordentlich für uns ab. Zumindest solange die arbeiten, was... Mal schauen, wie lang das noch ist. Wir sind bereits halb durch mir eigentlich schon mit der Energie. Ich glaube, wir sollten hier wirklich noch eine Goldpipe oder so einbauen, weil... Oder mehrere. Das werden wir jetzt mal machen, weil das dauert noch ewigst, bis das dann bei uns ankommt, nämlich. Und sich das jetzt so langsam da bewegt über den langen Raum, dann kommt das in diesem Part nicht mehr an. Brauchen wir allerdings auch die Redstone-Torches dazu. Sonst funktionieren nicht. Im Gegenteil, dann bremsen die, glaube ich, sogar noch ab. So. Ja, das brauchen wir eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann brauchen wir auch ein bisschen Gold. Achso, Blödsinn. 2 reichen, ja. Hier ist das Glas. Okay. Gehört eigentlich nicht rein, aber okay. So, dann... jetzt haben wir aber kein Holz mehr. Das ist jetzt blöd. Nein! Keine Holz. Verdammt. Also können wir uns auch nur... Wir haben nur 2 Sticks, also können wir nur 2 Schalter bauen. Oh nein, es ist dunkel auch noch. Wir joggen. Müssen uns nur beeilen hier. Mehr als das brauchen wir eh nicht.
Dann werden wir vielleicht mal anfangen, hier ein bisschen umzubauen. So. Hinsetzen. Ah, das sind schon die Sachen. Ganz langsam bewegen sie sich da durch. Und da haben wir keine Energie mehr. So, fangen wir am besten mal hier an. Halt leider nicht, wie weit die gehen. Ernsthaft? Das hat man früher auch gesehen. Früher sind die so ein bisschen, ja, fast wie rot angelaufen, muss man sagen. Wenn das funktioniert hat. So, die funktionieren auch damit. Kurz. Schau mal, vielleicht brauchen die das gar nicht mehr, aber das bezweifle ich. Hoppla. So, und da oben grabt er jetzt schön aus. Und weil das Ganze im Wasser ist, hat man hier keine hässlichen Löcher im Boden. Okay, die brauchen doch keine Redstone Torches mehr. Gut zu wissen. Geht auch so allerdings. Wenn man sich das so anschaut, ist der Boost hier nicht allzu weit. Schauen, ob schon irgendwas in der falschen Kiste gelandet ist. Also offensichtlich noch nicht, ne? Aber die sind ja noch nicht mal hier. Bewegt sich da ganz langsam durch. Sand wird dann noch interessant werden. Das wird da sicher irgendwo vorkommen, aber wir haben ja, glaube ich, keinen Sand. Boah, der rennt ganz schön schnell. Ofen werfen. So. Jetzt kommt da rein. Alles da rein. Schnappt man sich nochmal eine Spitzhacke. Und fangen wir mal an, hier ein wenig auszubauen. Während wir darauf warten, dass das Zeug hier ankommt, ne? Erstmal für die hier.
schön die Batterie hier auch wieder aufladen. Und das hier. Da ist ein Loch. Das gehört noch weg. So, und das da wird dann sowieso auch ein bisschen höher. Das heißt, wir reißen hier mal ein bisschen die Decke weg. Aufpassen wegen dem Gang, den wir da drüber irgendwo haben. Ne? Ist der direkt da gleich? Nein, sieht man noch nicht. Können wir das ruhig mit wegreißen. So den Gang eher ein bisschen verlegen, weil wir hier eigentlich noch viel mehr Platz brauchen. Kommt hier schon was? Nö. Da ist noch gar nichts. Ah, da kommt das ganze Zeug jetzt daher. Können wir jetzt mal schauen, ob das vernünftig funktioniert. Ich hoffe es. Ich meine, das meiste wird jetzt da hinten in die Kiste wandern. Da wird die Kiste auch bald voll werden. Also werden wir da auch noch irgendwas basteln müssen, um diese Kiste zu entleeren, wenn die voll ist. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Möglichkeit gibt, das abzufragen. Und die dauert und dauert, bis sie da ankommt. Mehr Goldpipes offensichtlich. Im letzten Glas müssen wir haben. Oh. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Verdammt, nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Brauchen schnell noch Pipes. Gar nicht gut. Mann, schön, dass das alles rausfällt und nicht wieder zurückmarschiert, aber... So. Okay, bei Blau ist aber noch alles da. Gott sei Dank. Müssen wir jetzt nicht neu einstellen, gerade das, wo wir
so viel haben wie die Erze. Aber die laufen hier richtig auf jeden Fall. Eigentlich nichts, was woanders hin muss. Das muss eh alles dort hinten rein. Da ist auch nichts drinnen. Jo, gut, dann funktioniert das offensichtlich einmal soweit. Jetzt brauchen wir halt nur noch massenweise Kohle. Jo. Gut, Freunde, das war's auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.